herzlich willkommen zu Slash or Die 2. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, Englisch und Russisch ist ein kleines Indie-Pixel-Retro-Style-Action-Game. Bin am gespannt drauf. Kam am 12. Juli raus in diesem Jahres, also vor ein paar Tagen. A long time ago, the wise man told the legend of three heroes brave enough to fight the evil. But no one, woo! Und weg ist es. Schade, dass man das nicht klicken kann. The ages passed, and those who live forget the ever darkest times, but once it happens, evil arises. Ja. Selber lesen würde ich mal vorschlagen. Das finde ich immer schade bei Spielen, dass ich das nicht selber anklicken kann. Aber wenn man selber liest, dann liest man auch schneller, als wenn man vorliest. Ich weiß nicht, ob der Vorgänger irgendwie storyrelevant dafür ist. Das kann aber gut sein. Der ist vor zwei Jahren rausgekommen, 2016. Das werden wir dann wohl wir sein. Hold the left mouse button to start the game. Alright. Tja, ich weiß gar nichts. Steuerung und dergleichen. Wir testen einfach mal. Ah! Eldarion. Allows to reset after death. Okay, wir haben ein bisschen Rollenspiel-like mit drin. Wir können also Upgrades und dergleichen später wohl noch machen. Interessant. Und die anderen beiden Helden sind noch nicht freigeschaltet. Available owner after learning the effect applying skill. Aha. Health, Stamina, Attack, Speed. Okay, ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ich vermute, Speed wird recht wichtig sein. Ich habe also nur den Trailer gesehen. Der sah richtig schön retro-like aus. Und wir können hier keine Punkte verteilen, da wir noch gar nichts haben. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Da stand Seelen, Souls, keine Ahnung, Level 1-1. Was war das jetzt? Damit schlagen? Habe ich das richtig gelesen? Ah ja. Oh, und schon tot. Also Geschwindigkeit ist bestimmt wichtig. Das fängt schon mal sehr gut an. Also der Look ist super, das finde ich schon mal sehr gut. Quick to Menu, Quick Start, Restart, Second Breeze können wir nicht machen. Ah, da haben wir eine Art Wiederbelebung, wenn wir ein Kruzifix anwenden, was wir wohl schon irgendwo haben. Was ist das hier unten? Restart. Okay, linke Maustaste gedrückt halten, in irgendeine Richtung bewegt er sich. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass da nicht zu viele zusammen sind. Okay, wir haben irgendwas eingesammelt. Zur! Ach, und der Schlag lädt sich auch noch auf. Ah, it's bloody. Gore, I like it. Ja, funkige Musik. Oh, ich glaube da... Ah, 1 von 2. Da muss ich aufpassen. Das heißt, er hat mehr Energie, braucht mehr Schläge und dergleichen. Die Frage ist, wann kriege ich denn irgendwie... Ah, wir haben 5 Seelen. Sehe ich das richtig da oben? Das heißt, jeden, den wir töten, der gibt uns eine... gibt uns weitere Seelen. Und so wie es aussieht, machen wir aber direkt an dem Punkt weiter, wo wir gerade kaputt gegangen sind. Kann das sein? Wow. Ja, restart. Sure. Wir haben keine weitere Seele bekommen. Könnte gut sein, dass das auch viel mit Grinden wieder... Ah, hat er mich noch erwischt. Ich dachte, ich wäre in Seite gegangen. Dass das mit viel mit Grinden zu tun hat, dass man weiterkommt, um sich abzugraden. Zack. So. Bisschen auf Entfernung bleiben. Was bedeutet das hier oben? Sehr wahrscheinlich, bis wir die nächsten... Ah ja, okay, das Blaue sind die Seelen, die wir brauchen. Davon sollten wir mal ganz viele mitnehmen. Damit wir ein paar Upgrades machen können. Vielleicht gehen wir auch gleich mal raus. So, hier müssen wir natürlich aufpassen. Die halten ja mehr aus. So, Energie voll. Okay, jetzt haben wir dich. Zack. Er hat direkt 3 hinterlassen. Schnell weg. Da ist er. Haha, exhausted. Wir haben keine Energie mehr. Wir brauchen mehr Ausdauer. Oh, wir sind bei 1-2 angekommen. Nicht schlecht. Was kommt jetzt? Ein ganz fieser. Zack. Und weg hier. Ja, jetzt erwischen wir dich. Oh, 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 ihr seid zu viele. Schnell hin und dann abhauen. Ah! Reingerannt in seinem... So, was passiert denn jetzt, wenn wir sagen, quit to menu?
Dann haben wir 22 Seelen, die ich jetzt einfach hier verteilen kann, wie ich will. Sehe ich das richtig? Also werden wir mit der Zeit immer, immer, immer stärker. Ich weiß nicht, ob das so ist. Disappears after use. Ja, also Second Breath, den können wir wiederbeleben machen. Aber wofür soll ich das machen, da wir sowieso anscheinend unendlich Leben haben? Vielleicht wichtig für einen Bosskampf oder so? Oder weil wir vielleicht bestimmte Abschnitte machen? Das müssen wir noch rausfinden. Geschwindigkeit wäre, glaube ich, ganz wichtig. Ah, aber es kostet 100 Seelen, sehe ich das richtig? Ah, das kostet 100, das kostet 50. Wir können uns sowieso nichts kaufen. Alles klar. Das heißt, wir müssen wesentlich weiterspielen. Um das. Und jetzt müssen wir von 1-1 anfangen. Naja, egal. Ups, falsche Taste. Haha, da sind wir schon fast drauf gegangen. Ich glaube, das ist Zufall, wer da als Gegner kommt. Oh nein, 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 nein. In den Schuss reingeseppt. Und die Seelen nicht mal mitgenommen. So. So, warten, bis der da oben schießt. Das ist mir zu risikohaft. Ich komme. Da hast du. Naja, die Einser sind mir natürlich wesentlich lieber. Weg, 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 weg. Da habe ich beide, oder? Na, schade. Ha! Ah! Da muss man wirklich die Schüsse abwarten. Fieses Ding. Okay, also wenn dieser Balken voll ist, haben wir, glaube ich, immer wieder einen weiteren Checkpoint. Und wir brauchen 5 Stück, wenn ich das richtig sehe, bis wir zum Boss kommen. Dann wollen wir noch mal versuchen, jetzt zum Boss zu kommen, oder? Ah, weg, 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 weg. Gut. Cool, abwechselnde Musik. Erwacht. Ach, shit. Gehe ich da zu sehr ein Risiko ein? Ich weiß nicht. Ich fand die funkere Musik besser, obwohl die auch cool hier ist. Hoffe, dass hier gleich nochmal ein Wechsel kommt. Zack. So, Schuss abwarten. Na, und weg, 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 weg. Okay, und ich muss noch rausfinden, was sie machen. Der macht ja einen Schlag, genau wie der. Ah, nicht ausgereicht oder was? Ja, ganz klar grinding. Man ist am Anfang zu schwach. Aber ich glaube, das ist genau so ein Spiel, was man halt gut in der Mittagspause spielen kann. Wenn man gerade mal kein Mohunjagd oder dergleichen machen will. Und einfach mal abschalten muss. Ah, die Reichweite ist echt krass. Da brauchen wir irgendwas, da brauchen wir irgendwelche Upgrades. Aber wir sind einfach zu schwach. Zu schwach noch. Ah! Oh. Schreck, lass nach. So, bloß weg von dir. Ja, ja. Nicht mit mir. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ja, Mann. Fatality. Beide auf einmal. Zack. Zack. Ah, schießt du? Schnell weg. Schieß nochmal, schieß nochmal, schieß nochmal. Und weg. Und weg, ganz weit weg. Die wollen wir uns nicht anlegen. So, wir haben 1-2 endlich wieder erreicht. 65 Seelen. Das reicht für ein 50er Upgrade. Aber wahrscheinlich sind die 100er viel wichtiger. Zack. Oh. Weg, 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 weg. Okay. Die rennen ziemlich schnurstracks und sehr weit. Da muss ich auch aufpassen. Ah! Oh, fies! Fies! Hat der. Ich dachte erst, dass er genau dahin schießt, wo man ist. Aber ich glaube, der hat mir sogar ein Stück weit vorgeschossen, oder? Sind wir jetzt bei 1-2? Nein! Und wir müssen immer von vorne starten. Dann machen natürlich die extra. Die Wiederbelebungen Sinn. Wovon man sich 3 Stück besorgen könnte für. Wow! Für 150 Seelen. Oh! Der sah doch niedriger aus, der Schuss. Also gar nicht so einfach, das Spiel. Aber er erinnert ein bisschen an Moonstone. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Moonstone ist ein totaler Klassiker, ganz klar. Wird jetzt der eine gesagt, was? Das sieht nicht ansatzweise so gut gezeichnet aus und so detailreich. Da gebe ich vollkommen recht. Aber halt so mit dem Ritter und dem Metzeln, das meinte ich jetzt. Wow. Oh. Oh. Ich bin gespannt, wie schnell das noch wird. Ich glaube, Geschwindigkeit wird sehr ausschlaggebend noch sein. Oh, oh, oh. Nee, nee, da gehen wir nicht hin, da warten wir ab. Und jetzt. Abhauen. Zack. Aber
man spielt sich ein, ihr merkt, es hat auch ein bisschen mit Glück, glaube ich, noch zu tun, aber man, ich komme schon was weiter. Hi, zack, und schnell weg, zack. Und jetzt rennen sie gleich wieder. Rennt mal, rennt mal, rennt mal, rennt mal. Boah. Okay, nee, der rennt jetzt gleich wieder hoch, das machen wir nicht. Shit, jetzt greift er an. Ah! Ah, shit. Verkackt. Verkackt. Renn weiter, renn weiter. Lass ihn erstmal angreifen. Lieber auf Nummer sicher gehen, bevor wir drauf gehen. Zack. Mist, wir kriegen die Seelen gar nicht, wenn wir nicht da hinkommen. Ah, er schart mit den Hufen. Ah, da hätte ich nicht hingedurft, ne? Ach, Mist. Mist. 91 oder 97? Ich glaube 91. Wow. Genau an meiner Stelle gespawnt. Ja, kleiniges, spaßiges Spiel für zwischendurch. Ich weiß gar nicht, was hat es? 2 Euro, glaube ich, also... Wartet da Zähl ab, dann kriegt das 40 Cent oder so hinterhergeworfen. So ist das ja immer. Ui. Von den größeren. Ah. Es ist ein bisschen risikohaft. Obwohl, wir haben 104. Ich glaube, wir gehen... Können wir jetzt raus? Quit to Menü. Menü. Also, wir haben 104. Wir könnten was höher machen. Hells. Das heißt, wir haben, halten 2 aus. Sehe ich das richtig? Das ist jetzt das, was wir rausfinden müssen. Weil wenn das so ist, dann werden wir alle davon natürlich nehmen. Das ist ja im Endeffekt wie ein extra Leben dann. Steht aber nicht 1 von 2. Ah, doch! Das untere sind unsere Stärkepunkte. Sehe ich das richtig? Bestimmt, oder? Das ist cool. Wow. Aha. Und haben direkt rausgefunden. Leider direkt am Anfang der Gegner. Das war jetzt nicht so gut. Aber wir wissen, wir haben 2 Hitpoints jetzt. Und das ist eine coole Sache. So, hör mal auf mich zu schießen, du Mistvieh. Also sollten wir als erstes, jetzt habe ich gar nicht geschaut, haben wir die, hat das jetzt wieder 100 gekostet? Ach, shit. Oder ist das jetzt höher geworden auf 200 oder dergleichen? Wir sollten auf jeden Fall versuchen, alle Hitpoints vorher hochzukriegen. Das wird erstmal das Ausschlaggebende sein. Obwohl, wenn ich gerade drüber nachdenke, wenn ich eine Attacke... lass uns das direkt mal schauen. Wir können zwar kein Upgrade machen. Ah ja, und das nächste Upgrade kostet 200. Das heißt, 200, 300, 400 wären also 600... Boah. Ne, 200, 300. Das sind 500 plus 4, das sind 900 Punkte. Das dauert lange. Vielleicht machen wir mal Attacke hoch. Es könnte nämlich sein, dass wir bei einer Attacke mehr auch 2 Schaden machen, könnte ich mir vorstellen. Ach, ich habe mir gar keinen Timer gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir spielen schon. Naja. Schauen wir mal. Oh, 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 weg, weg. Weg. Ja, Metzel. Wow. Ja, dann ist natürlich noch interessant, was werden die anderen Charaktere haben? Was haben die für Vorteile oder Nachteile oder dergleichen? Zack. Ah, shit. Da war ich zu übermütig. Aber das kann man auch mal sein mit so einem Zusatzlebenspunkt. Hasst das? Ich hasse das. Oh. Ah!
Okay, fail. Ah, shit. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Ich finde die Musik echt funky. Die passt gut dazu. Ist schön retro-lastig alles. Der Grafikstil ist schön Pixel. Welcome to the Pixel Universe. I like it. Always. Das wird sich auch nie ändern. Ich brauche keine Bombast-Grafik. Es macht Fun. Es macht Fun. Es ist einfach zu spielen. Einfach mit der Maus. Man startet das Spiel schnell mal eine Runde. In der Mittagspause 10 Minuten. Ach komm hier, der mich so genervt, mein Kollege. Tue ich mal ein paar Monster abschlachten. Geiles Ding. Zip. Warum nicht? Und das für wenig Geld. Der ein oder andere spielt Solitär oder dergleichen. Ich würde eher hier eine Runde daddeln. Zack. Ja, aber die Krabbelviecher sind scheiße. Aha, hört auf damit. Nein, du fieser Sack. 85, fast. Das will ich nämlich jetzt noch rauskriegen. Was ist, wenn wir einen weiteren Stärkepunkt bekommen? Mache ich dann direkt so ein Zweier auf einmal einen Kill? Das wäre nämlich total genial. Und das sollte man sehr wahrscheinlich dann auch tun. Es ist sehr wahrscheinlich sowieso am sinnvollsten, sich erstmal von jedem den ersten Upgrade zu holen. Vorsicht, er schießt. Da er so günstig ist und doch eine Steigerung bringt. Weil es wäre schon cool, wenn die dann zwei Stärkepunkte verlieren und direkt tot sind. Wahrscheinlich kommen später dann aber natürlich auch Gegner, die 5 von 5 oder sowas haben. Ja, 1-3 sind wir noch nie gekommen, ne? Wäre auch mal schön zu sehen, wie es weitergeht. Und die Frage ist, wie viel Level hat das? Wir sind in Level 1, ja. Hätte ich mehr im Forum schon lesen sollen. Oder auf der Steam-Seite. Ich habe mich da nicht spoilern lassen wollen, wie immer. Zack. Way to go. Wow. Ah, was? Ich war noch nicht weg genug. Ja, dich haben wir. Dich auch. Ups. Ihr seid blöd. Ich mag euch nicht. Auf jeden Fall können wir das Upgrade machen. Und das ist doch das Wichtige. Schnell. Er rennt. Zack. Erwischt. Ja, komm an. Cool. Wir sind im dritten Abschnitt. Ach, shit. Jetzt aber. Ah, sammle die Seelen ein. 1-3. Was kommt jetzt? Naja, renn du erstmal, habe ich mir gedacht. Ahaha, von allen Seiten, bam! Okay, das war ein Tod. So, finden wir das doch raus. Attacke 2. Schade, dass man hier nicht noch eine Zusatzinfo zu hat. Irgendwie der Speer des Todes oder was weiß ich. Aber das muss auch nicht sein. Possibility to create 2 indigenous small spears. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich ziemlich geil. Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Das bringt uns ja wahrscheinlich auch enorm viel. Besonders wenn es mehrere Gegner um einen herum sind. Taking damage possibility to summon lightning force in the place of taking damage. Which deters I damage in the area disappears after 10 seconds. Aber das ist dauerhaft drin, diese drei Sachen. Possibility to put a shock effect on the enemy, slowing down animation of the attack and movement speed of the enemies for 6 seconds. Ja, das ist ganz nett, das ist aber nicht so wichtig, da finde ich die beiden Sachen wesentlich cooler. Besonders das hier. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig, dass das klappt. Das ist das Problem. Hier kann ich eine 100%ige Wahrscheinlichkeit hinkriegen. Das wiederum ist cool. Aber wir wollen ja eigentlich gar keinen Schaden erst nehmen. Das muss man natürlich auch bedenken. Aber es ist eine schöne Rache. Eine schöne Rache in dem Moment. Ganz klar. Also,
cooles Ding. Schauen wir uns mal an, was jetzt mit der Attacke ist. Müssen wir natürlich einen Zweier-Gegner jetzt kriegen. Ah, wo seid ihr? Ah, da ist einer. Ja, Mann. Genau wie ich es mir gedacht habe. Geiles Ding. Das wird das natürlich jetzt enorm vereinfachen. Bams. Whee. Wow, ja, die sind direkt tot. Das ist eine coole Sache. Also wir haben natürlich noch keinen Dreier-Gegner gefunden, aber es wäre dann ideal natürlich auch die Stärke schnellstmöglich hochzumachen. Also viel schneller kommt man natürlich dann auch voran, da die Gegner direkt umfallen. Na, kommen wir hier rüber. Also ist es eine Sache des Grindings und natürlich auch der Erkundung. Wow. Haha. Ja, guckt euch das an. 1-3 direkt. Was heißt direkt? Aber wesentlich schneller. Ich lasse die ja gar nicht zum Zug kommen. Ah, exhausted. Und man kriegt dementsprechend natürlich auch viel schneller jetzt die... Ah, warte, da greift ihr gerade an. Das will ich nicht. Oh! Shit. Wie geil. Babs. Ja, wie gesagt, es macht echt Fun. Wir waren doch bei 1-3 noch gerade, oder? Vielleicht waren wir schon 1-4. Abilities are locked. Okay, man hätte sowieso keinen. Das heißt, man muss den Bossgegner so schaffen. Ah, hör auf. Nein! Ich habe eine Attacke gemacht dahin in die Richtung. Aber irgendwie bin ich dabei draufgegangen. Oder hat er was auf mich geschossen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen mal einen Break und versuchen das nochmal rauszufinden und versuchen auch nochmal vielleicht eine Fähigkeit einzuerlernen, die ich euch noch zeigen kann im zweiten Video. Bis demnächst, euer Chojin.